Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Schon wieder mit Jay Chris. Salut. Und wie ihr seht, sind wir heute sehr fancy unterwegs. Ich erfülle direkt den ersten Userwunsch aus der letzten Folge. Und zwar fahren wir die Hidden Gems aus dem Frankreich-Tree. Cool gemacht, der macht. Das hat sich gereimt. Ja, wir fahren die 1-0er-Reserve, wie man auch immer man sie nennen mag, Franzosen. Die Dinger, die aus dem Spiel entfernt wurden, wieder reingepackt wurden. Und ich weiß nicht, ob sie immer noch entfernt oder wieder drin sind. Das können mir mal die Leute unter euch beantworten, die den Franzosen-Tree noch überhaupt nicht geforscht haben. Ob die Fahrzeuge, die wir jetzt zeigen, bei euch im Tree drin sind. Die sind nämlich echt unterirdisch. Ja, der ist nicht so stark, wie er aussieht. Nee. Aber er hat eine coole Frise. Ja, aussehen tut er cool. Also das Design finde ich gut. Wenn er jetzt noch schnell wäre und eine gute Kanone hätte. Weißt du, das Ding mit einem besseren Motor... Mein Gott, das Ofenrohr. Und der Kanone vom M3 oder so. Also der Motor ist ja auch okay, Geschwindigkeit ist okay, aber eine bessere Kanone wäre wirklich gut. Ich will gar nicht zu den Gegnern fahren, wenn ich ehrlich bin. Och, Ohr. LOL. Nein! Das wäre so ein easy Kill gewesen. Da ist noch ein BT-7 irgendwo. Ja, da sind ganz viele. LOL. Ach, ist auch schon wieder tot, verdammt. Ich sterbe alle zu schnell. Ja, was soll das? Ich bin seitlich nicht durch ein BT durchgekommen. Ach, du hast einen T28. Oh, ich bin total nicht durchgekommen. Warte mal. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, ich komme nicht durch. Und gar zwei. Ich komme nirgendwo. Oh doch, ich habe ihn an den Turm leer geräumt. Das ist schön. Ja, selbst hier in den Aufnahmen versauen sie uns den Spaß. Nicht nur in Clan Wars. Er hat meine Kanone kaputt gemacht. Wie kann der denn bitte die Kanone treffen? Er cheatet doch. Ja. Also Leute, diese Folge nehmt jetzt bitte nicht ernst. Wir gehen hier absolut nicht auf High-Kill-Count oder so. Wir wollen euch einfach diese krückigen Frösche zeigen. Es sind wahre Schönheiten. Die Creme de la Creme der französischen Ingenieurskunst. Ja. Du, ganz ehrlich, gepanzert? Von der Panzerung sind die echt super. Nur wäre eine bisschen stärkere Kanone so viel verlangt gewesen. Ich meine, die Kanonen, also die sind ja stabilisiert, ne? Ja, die sind schulterstabilisiert. Ja eben, ja. Die sind so kurz, die kannst du auf der Schulter stabilisieren. Ja. Das sagt schon alles. Verdammt. Der Typ mit der Garzweiler Seal klappt hier, das finde ich uncool. Voll un... Oh. Den Flak-Talk hätte ich auch töten können. Da wurde ich auch wieder geklaut. Alter, wenn ich schon Panzer 3 sehe, ne? Mit was bist du jetzt drin? Also ich sehe gerade im Killfield Fahrzeuge, die ich... Oh, ich habe einen Kill-Assist. Also ich sehe im Killfield die ganze Zeit Fahrzeuge, die ich nicht annähernd irgendwie killen könnte. Null. Damals in World of Tanks, als die Dinger noch Spaß gemacht haben. Echt mal, War Thunder, was ist da los? Okay, da kann man nicht durch. Oh. Kommt ein Panzer 2 gleich ums Eck. Ein kaputt. Ah, hilf mir! Ich bin langsam, aber ich bin unterwegs. Stop it! Geh weg! Panzer 38T gekillt und den Panzer 2 habe ich den Commander gezogen. Ich fühle mich stark. Okay, der Panzer 2 ist auch raus. Hey, das wird ja richtig lustig hier. Mediums machen mir da mehr Sorgen.
Ja. Also so ein Panzer 3, ich ganz ehrlich, seitlich? Maybe. Verdammt. Da ist einer. Das ist meiner! Ah! Sehr schön. Komm, nehmen wir den noch. Da willst du mich veräppeln. Geh weg! T28er sind böse. Ja, normalerweise gehst du einfach durch, holst dir kurz die Crew und alles ist gut, aber hier... Ja, aber nicht, wenn du auf dem Battle-Rating hier sitzt. So, das ist jetzt das schöne Dreigestirn. Jetzt kommt der Schwächste von denen mit der schwächsten Panzerung, aber der dürfte der Schnellste sein. Ey, ich habe 2 Kills auf 2 Tote, ich bin schon zufrieden. Und da ist eine HE 112. Wir sind auf dem Seal-Clubber-Battle-Rating angekommen. Nun, diesmal sind wir da auf der falschen Seite. Ja, diesmal sind wir echt die Seals, ey. Das stresst auch, also dass die Panzer zu fahren stresst. Obwohl Low Tier für mich eigentlich immer so ein Entspannungs-Battle-Rating war. Es ist heute vorbei. Ja. Nee, ich mag die nicht. Na, ich bin auch raus. Okay. Schaut doch mal nach. Ha, ich hab ihn, ich hab deinen Killer. Der Kleine, der hat auch irgendwie eine Nachladegeschwindigkeit von 7 Sekunden. Oder? Ja, das ist total assi. Der hat sogar noch eine schwächere Muni, by the way. Also der hat nur 26mm Pen, aber dafür eine APHE. Also ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist. Ja. Alter. Wo war der denn? Lol, über mir. Alles klar. Gott, dann muss es jetzt der gescheite Panzer richten. Cambron. Oh, oui, oui, Camembert. Ja. Mochte ich früher super gerne, kann ich mittlerweile nicht mehr essen. Ah doch, aber ich esse es irgendwie nicht mehr oft. Oh. Steel Clubber goes, sideways. Die französischen Flieger haben halt echt keine Pen. Ne, also die sind auch echt nicht gut. Vielleicht kriege ich es hin, noch einen Kill mitzunehmen. Ich bin guter Dinge. Wohl, der hier ist wenigstens gut. Der AMD 35 ist ein wirklich gutes Fahrzeug. Ja, mit dem kann man arbeiten. Also die Kanone ist in Ordnung, die Mobilität kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ja, mit dem kann man auch noch ein bisschen höher, kann man den auch mitnehmen. Der ist wirklich ein gutes Fahrzeug. Komm schon, ihr wollt euch jetzt ganz sicher zu unserem Spawn und Spawn campen. Okay, Panzer 30 T ist raus. Echt, die sind jetzt zu AB zurückgefahren. Okay, das ist ungewöhnlich. Really. Na, ja, jetzt ist einer ganz außen rum gefahren hinten. Zum Spawn. Hab ich leider nicht gesehen. Ja, also der war auf. Das war ein M22 oder so. Jupp, 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 jupp. Irgendwas die Größe. Also, falls sie wieder versteckt sind, bin ich voll dafür. Also, diese Fahrzeuge bieten Neulinge kein großes Spielevergnügen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ganz neue Spieler kommen auch gar nicht in den französischen Baum. Echt nicht? Nee, den kann man nicht auswählen bei den Starterdingern.
Ach, stimmt. Man ist ja am Anfang auf Ja. Amerika, Deutschland und Nee, du kannst auch Schweden und so kannst du, glaube ich, in Großbritannien auch, aber Japan, Frankreich sind, glaube ich, ausgenommen. boah, ich bin ganz ehrlich, das ist so lang her bei mir. Jetzt wollte ich mal wieder mal gewesen, aber ich meine, ich habe es letztes Mal bei jemand anderem gesehen. Du kannst halt von denen kannst du überall nehmen. Ich glaube, China geht auch nicht, weil die halt keinen. China ging auch nicht, aber ich glaube, Japan, China und Frankreich gingen gar nicht für Anfänger. Die anderen Bäume halt. Falls einer von euch vor kurzem angefangen hat, kann er bitte auch darüber mal was reinschreiben. Ja, das mal bestätigen oder Dementieren. zumindest oder zumindest dann berichtigen. So, komm, Top-Tier, Top. Das klingt so dämlich. Oh Gott. Tunesien. Ich glaube, das wird auch die letzte Runde. Die Runde wird 25 Minuten dauern, ich wette mit dir. Also auf offenes Feld möchte ich nicht mit den Dingern. Ja, bleibt eigentlich nur die Stadt, oder? Ja, Pfarrer 35. Oder CM? Ich habe jetzt H35 genommen. Okay, very well. 76 Stück Munition? Nee, Auf dem bisschen. habe ich, wenigstens schon den Wüstenanstrich. Ich habe auf denen Warum auch gar immer. nichts. Sie sind bei mir noch nicht mal Ich wollte gerade ausgebaut. sagen, warum auch immer ich da einen Wüstenanstrich habe, freigespielt habe, aber ich habe ihn. Den hier habe ich echt zu einem fahrenden Busch umgemodelt. Der mir in der Stadt herzlich wenig nützen wird. Nee, diese Stadt ist nicht sehr grün, da gibt es keine Büsche, keine Grün, grün, Parkanlagen, grün sind alle meine Panzer. keine Kinderspielplätze. Ist eine sehr nicht so schöne Stadt. Aber Gun Depression haben die echt gut. Ich meine, liegt ein bisschen daran, dass der Gun Breach und die Kanone so klein sind. Und da traurig nach unten schauen, wenn sie mal wieder nirgendwo durchkommen. Passt Schwedisch mit seinen minus 13 Grad. FCM hat sogar Aber minus 17. Kaum mit arbeiten. ja, bei dem seiner Kopfform auf jeden Fall, ja. Aber Leider Hafen. wird einem das nicht nützen, weil jede Hold-Down-Position, die du dir schnappen könntest, wird die Kanone mit den wenigen Pennen auf Reichweite eh nicht funktionieren. Auch das stimmt leider, ja. Kannst du als Scout dann benutzen, aber du scoutest halt nicht mit Scouting, sondern mit Hits. Weil hier H35 Hotchkiss hatten die Israelis nicht auch so einbekommen. Glaub schon, ja. Dann könnt ihr alle mal froh sein, dass sie bei 6-0 anfangen. Auf Reddit war ein ganz cooler Israel-Tree für ab 1-0 quasi. Halt Okay. ziemlich viele Fahrzeuge, die man schon kennt, Shermans, Hellcats, M10s und so, die alle halt hatten mal. Aber ich glaube, den Weg sind sie nicht gegangen, weil viele frustriert sind von diesen Copy-Paste-Trees. Ja. Wobei man halt sagen muss, die haben halt schon interessante Modifikationen gehabt. Die haben zum Beispiel einen M10 gehabt mit dem FL-50-Turm, oder wie der heißt, dieser Sherman mit der langen Kanone. Okay, ja, das klingt wirklich Das klingt halt interessant. interessant, sowas. Vielleicht haben sie auch noch ein paar Dinge offen gelassen für die Zukunft. Jetzt, da ihr alle bei 11-0 seid, könnt ihr ab 1-0 anfangen. Und wir hatten ja auch eben dann in den News gesehen, der Nakava 4M, der sah richtig cool aus. Ja, und er hat einen Bruder Quasi. bekommen. Nee, der 4M ist der Bruder. Das ist der Bruder. Achso, ja, es gibt jetzt auf jeden Fall zwei davon. Ja, der 4B war ja schon auf dem Dev-Server, auf dem neuen. Und der 4M, der wurde gerade gezeigt. Zwei Chunky Boys. Ich finde die halt Das. echt cool mit ihrer Zusatzpanzerung. Man sieht Ich fast weiß gar überhaupt nicht nicht. mehr die Grundform. Ja, ist der 4M eigentlich aktuell dann die neueste Ausbaustufe, Nee, oder? nee, nee, nee. Ein Merkava 5 gibt es ja noch nicht. Nee. Aber. Ich wüsste auch nicht, wo man noch mehr Zusätze dran klatschen soll. Ahnung. Bestimmt noch was. Zusätze auf die Zusätze oder so. Reaktivpanzerung auf die Schottpanzerung, finde ich gut. Irgendwas geht da bestimmt. Da fährt was über die Brücke. Ja. Ach
komm schon. Was war ich echt gefiftig halt. Alter, ja, also das ist... Die Dinger machen herzlich wenig Spaß, muss ich sagen. Ich geh jetzt direkt mit dem H39 rein. Nö, ich nochmal den FCM. Okay. Warum spawn ich denn immer hier? Ich hab keinen Bock, über diesen Hügel zu fahren. Ich weiß nicht, ich bin ganz weiter vorne gespawnt. Ja, du spawnst immer da auf der linken so, Seite. Quasi schon in der Stadt. Also ich hätte gerade den Italiener fast gehabt und meine Kumpel ist halt einfach nicht mehr durchgegangen beim nächsten und übernächsten und überübernächsten Schuss. Ich weiß auch nicht, was ich machen sollte, wenn so ein M2 jetzt vor mir steht. Kannst du knicken. Nee, sogar, also... Also, der ist ja seitlich sogar dicker als das, was wir, glaube ich, penetrieren können. Das weiß ich nicht, aber... Die sind so schnell, die ziehen einfach Kreise um uns. Ich hatte, als ich den Turan gespielt hatte heute, war es M3A3, der 2.7er, bin ich mit der APHE, die hat ja auch wie 44 Penos, bin ich seitlich nicht reingekommen. Muss ich echt die Heat nehmen. Ja. Interesting. Ja. Ja, es gibt auch gerade echt nicht viel zu erzählen. Wir dümpeln jetzt hier halt wieder da vorne und dann werden wir wieder nichts killen können. Aber wir sind frohen Mutes, vielleicht klappt es ja doch. Auf jeden Fall. Ja. Also, danke schon mal an denjenigen, der sich das gewünscht hat. Ich habe einen Kill-Assist! war ein super toller Wunsch. Das ist, by the way, nicht das, was ich mir unter normale Wünsche erhofft hatte. Aber schnell abhandeln, bevor ich zu lange drüber nachdenke. Ich glaube, du hättest mit dem Ding sogar Schwierigkeiten, 1:1 gegen einen SCKFZ 6-2 zu kämpfen, also den Flak-LKW. Weil, wenn der dich zuerst sieht, bist du Matsch. Ja, wenn du den zuerst siehst, musst du ihn halt den Schützen ziehen, sonst bist du... Ja, also Matsch. Du musst halt echt Crew für Crew mit einzelnen Schüssen rausnehmen. Ja. Boah, Alter. Kennst du das, wenn du dich so hart räuspern musst, wenn so ein Kloß im Hals einfach nicht weggeht, dass du fast Halsschmerzen vom Räuspern kriegst? Nein. Okay, sei froh. Und sei froh, dass ich Push-to-Talk benutze. LRV Target Undamaged. Oh mein Gott, ist nicht wahr, ey. Ich bin in LRV nicht. Und krieg nicht mal einen Assist. Also das ist schon echt bitter. Ich meine, ich bin ja schon froh, dass ich für ein paar Hits mal ab und zu mal einen Punkt bekomme. Ja, die Dinger braucht man ausdrücklich dabei sein. Ja, bei denen hier ist dabei sein echt alles. Hast du ein Ziel oder wohin guckst du? Nee, ich hab mal zu B fahren. Ist sogar gerade gecappt. Und ich wette, wir können das retten. Okay. Das wird super. Ich will eigentlich nicht unten lang fahren. Ich glaube, dann versinke ich. Ja, ich würde das auch nicht tun an deiner Stelle. Na toll, ist das schon. Ich hab nicht mal einen Assist für die SB2U bekommen. Ich hatte mich gerade bereit gemacht, ihn zu treffen, der Hauptkanone, wenn er wieder hochzieht. Ja, ich auch. Oh Mann, oh. Alter, du kriegst mit diesen Dingern halt überhaupt keine Punkte zusammen. Ich würde sagen, wenn wir einen Gegner sehen, warten wir, bis wir beide drauf feuern können.
Ah, da hinten ist einer. Wow, meinst du wirklich, ja? Komm. Voll, Attacke. Wie weit? Ungefähr 600 Meter. No damage. Drüber, vielleicht 700. Er freut sich. Ich kann den halt echt nicht. So, ich schieß ihm unten sogar rein extra und no damage. Geht halt null. Ihr seid so Sadisten. Das war der eiserne Adler. Wenn du dich rächen willst. Ja, no damage. No damage. Au! Oh, ein BT-5. Hat mich rausgenommen. Wo steht der? Au! Jetzt hat mich der M2 rausgenommen. Oh, mal gut, ich hab mich rausgenommen. Ich komm, wir könnten links spawnen und die Spawn-Camper abnehmen, wenn sie bald in so einem Spawn sind. Ja, ich komme im AMD 35. Ja, ich auch. Oh, schade. Gott sei Dank, auf dem habe ich die wissen Tagen schon freigeschaltet, aber den bin ich auch öfter gefahren. Ja, ich bin Frankreich im Laut hier nicht so oft gefahren. Das ist eine Tankette. Geht bloß weg. Hier vorne ist eine Tankette. Ja. Muss erstmal die Arti überleben und ich komme hier gerade nicht wirklich los. Ja, ich habe Arti auf die Tankette geworfen. Keine Arti. M2. Turm ist leer. Kill Assist! Digga! Ja, der hat mit 68 Pen auf 100 Meter auch eine halbe. Ja, die Kanone ist in Ordnung. Also die Kanone ist wirklich gut, ja. Wenn die jetzt noch einen Autoloader wette. Meine Güte. Nein! Will doch auch mal was killen. Als es mit dem Ding nicht geklappt hätte, hätte ich ein bisschen geweint. Ich meine, auf was wir hier schießen müssen, damit wir überhaupt Kills bekommen. Echt, ne? Arme Tankette. Sie will doch auch nur Spaß. Ich versuche jetzt ja einfach rein zu pushen. Was ne Gaudi, ey. Ja, Hauptsache ein paar Cap-Punkte noch mitgenommen. Oh, auf der Brücke ist was. Was? Ich weiß es nicht. Sieht amerikanisch aus. LVT. Muss mitcappen. Muss Punkte generieren. Darf nicht so tief im Scoreboard sein. Weed. Oder so ähnlich. So, und jetzt schieben wir ihn raus. Oh Gott, die haben echt keine Bremsen. Ich gehe ja schon, guck nicht so böse. Ich wollte nur nicht im Artilleriefeuer stehen. Nicht mit dem Ding. Nee, ich guck hinten runter, hoch. Ich bin dafür, wir fahren dann von hinten an deren Spawn ran. Wie so richtige Gentlemen. Ey, ich fahr jetzt hier durch. Blub, 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 blub. Was wartest du? Oder kommt da gerade noch Arti runter? Dass es, ja, auch darauf, dass das Artilleriefeuer aufhört. Ah, ja, ja. Okay. Das, was gerade da lang runterkommt, wo du gerade lang gefahren wärst. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Das hättest du sein können. Alter, dieses Geräusch. Alter, dieses runtergebremst werden. Ich meine, du bist ja noch nicht mal mit dem Rumpf im Wasser. Nee, deine Räder drehen sich für mich, by the way, auch gar nicht, deine hinteren. Ist dein Rad kaputt? Okay. Nee, eigentlich bin ich voll. Sieht gut aus. Vor uns. Ach, jetzt hab ich die ganze Zeit auf meine Räder geguckt, ey. Spawnst du bitte? Ich sehe nichts wegen deinem Rauch. Ich spawne. Und jetzt blockiert mir ein Busch die Sicht, der wahrscheinlich für den Gegner nicht da ist und er mich jetzt wahrscheinlich dadurch killen wird. Alter. Ich habe ihm den Fahrer gezogen. Ne, habe ich nicht mal. Was habe ich denn ihm bitte gezogen?
So nicht, Freundchen. Dein Wrack hat mich gerade so ein bisschen getötet und mir das Leben gerettet. Ich glaube, das ist auf der Brücke, was da gerade A-Capt. Lol, was capt denn jetzt? Hä? Müsste oben sein, ich versuche mit dem MG zu. Ja, ich sehe es. Lol, den LVT, den ich gekillt habe, der ist da durchgebrochen, aber stand noch da. Okay, ja, die liegen nicht schlecht. Ja, die haben ja trotzdem nichts getan. Ah, sehr schön. Okay, ich gehe wieder capen. Lass mal gucken, ob mich was begrüßen will. Ja, ich flieg so ein bisschen über dir und werde dann Dinge aufdecken. Weil mit den 7-5er kann man nichts anderes machen. Nee, also, habe das schon vorhin offscreen gesagt, dass wir spotten. Nee, warte, das habe ich sogar in der Folge gesagt, ne? Dass wir einfach spotten mit unseren Schüssen. Ich weiß, aber mit dem Panzer, jetzt mache ich es mit dem Flugzeug. Also die Flugzeuge haben auch nicht mehr Pen. Nö, 7mm oder so. Ja. Ist halt echt zu nichts zu gebrauchen. Also da du nicht wie wild schreist, gehe ich mal davon aus, dass ich momentan safe bin. Ich wäre gerade vom Flugzeug angeflogen. Mich da mal kurz ein bisschen erwehren. Soll ich dir helfen? Hast du einen Turm-MG? Nee, ne? Ah, stimmt, ich habe sogar zwei Flugzeuge. Nee, ich habe nur ein Koaxial-MG. Ja, blöd. Ich stehe da gerade etwas doof. Wärst du durchgeflogen, hätte ich drauf schießen können. Aber da steht eine Flak von uns auf der Brücke. Wir sind alle ganz ziemlich heiß auf dich. Ja, mein Motor ist auch leider ziemlich raus. Aber ich glaube, ich habe den Biplane zumindest ziemlich wehgetan. Oh, ich lade Nachschütze. Oh, wie lange wird der Bock, um nachzuladen? Verdammt! Oh. Nein, er hat mich bekommen, schade. Aber sein Motorsim soll es auch nicht mehr so gut gehen. Ja, wir verlieren jetzt A gleich wieder. Ja, ich geh doch mal in den AMD. Ja, mach das, bei A steht ein T28 jetzt gleich. Ja. Was war das denn für ein Geräusch? Nein, ich will da nicht hin, Geräusch. Okay. Dann bin ich lieber zu McDonald's. Da gibt's Happy Meals und nicht T28 Unhappy Meals. Stimmt, so viel Gun Depression wie wir haben, können wir im Happy Meal übertragen, ne? Gucken wir mal, was da für ein Spielzeug drin ist. Ja, so wie mein Fahrzeug aussieht, könnte ich aus dem Happy Meal kommen. Okay, deine Räder sind echt weird. Das vordere dreht sich richtig rum, das hintere dreht sich falsch rum. Okay, bei mir ist alles richtig und verdammt. Die 15 fliegt ja doch noch. Ach, sie sah so kaputt aus. Weil die 7-5er machen halt auch wirklich keinen Damage, ne? Nee. Das Ding hier kannst du echt als Pseudo-Flak benutzen. Du hast so eine schnelle Kadenz mit der Kanone. Ich finde, man sollte manuell einstellen können, wie groß der Arti-Spread ist. Ja, ja, sehr schön. Ich nimm's mit. Weißt du, was ich meine? Ja, finde ich auch. Also, ich bin jetzt so nah bei A, dass ich super zentriert schmeißen kann, aber ich will eigentlich einen großen Bereich abdecken. Ja, geht mir auch so. Ich hätte das auch gerne. Vor allem, wenn man nah dran ist, hätte ich teilweise öfter gerne einen größeren Bereich. Ja. LOL. Oh, sehr schön. LOL. I don't complain anymore. Wie gesagt, da ist irgendwo noch ein T28. Ja, der war gerade kurz aufgedeckt. Muss aufpassen. Ich denke mal unten. Wurde sogar beschossen? Nee. Ich dachte, ich wüsste. Kann gerade so. Okay, T28 raus. Ja, hey, das gewinnen wir sogar noch. Ja, ich glaube, das ist wirklich die letzte Runde. Außerdem. Gut, 20 Minuten gedauert die Runde. Ja, ja. Also meine Prediction war nicht so schlecht, ne? Nee,
Das war gut. Ja, ich glaube, das langt aber auch an diesen Perlen des französischen Baumes. Also, falls es sie noch gibt und ihr sie überspringen könnt, tut es, außer ihr seid wirklich Fanatiker für den französischen Tree. Hat mein FCM war halt pur Stock, ne? Ich habe sogar ganze 500 Punkte gemacht für den AMC10 RX-RC. Nice. Voll geil. Gott. Ich erforsche gerade mit den 1-0ern. Was erforsche ich hier? Den AMX-30. 7-7. Läuft. Also wie gesagt, Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob es diese Dinger noch gibt. Und schreibt auch mal in die Kommentare, wenn ihr neu angefangen habt, wie das aussieht. Welche Nationen ihr auswählen dürftet. Interessiert mich, interessiert dich auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Kommentare, Vorschläge gerne in die Kommentare. Wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.